Digital Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir schon mal von einem Dienst gesprochen, aber nicht wirklich gezeigt. Eigentlich schon fast eine Sünde, dass wir das noch nicht gemacht haben, weil den Dienst gibt es schon sehr lange. Wir benutzen ihn täglich und er ist cool genug, dass man damit eine ganze Sendung füllen kann und genau das machen wir heute. Genau. Es ist so, wir sind quasi mit dem Dienst groß geworden. Naja, bei 1,70 kann man nicht von groß werden sprechen. Aber wir haben dir immerhin so ein Podest gebaut, dass du auch du groß geworden bist. Na gut. Also wir sind mit dem Dienst sozusagen aufgewachsen. Er war am Anfang noch ein bisschen klein und nur ein einfacher Synchronisationsdienst. Und heute gibt es ganz, ganz viele Drittanbieter, die mit auf den Zug aufgesprungen sind und diesen Dienst mitnützen. Es geht natürlich heute um den Dienst Dropbox. Und da zu finden unter dropbox.com. Wie Tino schon gesagt hat, er synchronisiert Ordner miteinander. Also ich lege auf meinem Rechner einen Dropbox-Ordner an. Der wird zum einen mit dem Webdienst synchronisiert und mit allen anderen Geräten, die denselben Account auch benutzen. Das hat natürlich den riesigen Vorteil, dass ich nicht auf jedem Rechner mich darum kümmern muss, dass die Daten immer auf dem gleichen Stand sind, sondern ich verändere die Datei am Rechner A und die Datei wird dann auf allen anderen Rechnern und dem Webdienst auch automatisch angepasst. So habe ich zu jedem Zeitpunkt auf jedem Rechner die gleiche Version. Genau. Also wer sich jetzt überlegt, warum macht das Sinn, stell dich mal vor, ihr habt einen Rechner zu Hause und einen Rechner im Büro und da ist jetzt auf beiden Rechnern ein Dokument drauf, an dem ihr schreibt, dann könnt ihr ins Büro fahren, also speichert es zu Hause ab, fahrt ins Büro, macht Änderungen daran und dann macht ihr im Büro weiter Änderungen dran und sobald ihr nach Hause kommt, sind die Änderungen, die im Büro gemacht wurden, automatisch in dem neuen Dokument drin. Jetzt werdet ihr euch wieder denken, ja, wenn es um Digital Upgrade geht, dann ist es bestimmt wieder nur eine Applikation oder ein Dienst, den ihr auf dem Mac benutzen könnt. Ja, wir haben zwar in letzter Zeit oftmals die anderen Rechner außen vor, die anderen Betriebssysteme außen vor gelassen, aber in diesem Fall könnt ihr euch wieder sicher sein, Dropbox funktioniert auf allen Betriebssystemen, also sei es Windows, Linux oder macOS 10 und natürlich auch auf dem Web über den Webdienst. Genau, also wie schon gesagt, es wird mit einem Webdienst synchronisiert. Das bedeutet natürlich, angenommen, ich lade eine große Datei hoch und die soll auf den anderen Rechner kommen, muss die erstmal hoch zum Webdienst, dann wieder runter auf dem zweiten Rechner. Das dauert im Zweifel ein bisschen lang, aber nicht, wenn ihr im selben LAN seid. Also stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt nebeneinander im Büro, ich schiebe dir was in einen Dropbox-Ordner rein, zum Beispiel ein Video, das 500 Megabyte hat, dann wird das im selben Netzwerk über das LAN synchronisiert. Das heißt, die beiden Rechner finden sich automatisch und schieben das direkt untereinander her und Tinos Rechner meldet dann einfach dem Webdienst, pass mal auf, du musst den mir nicht mehr geben, ich habe das schon. Im Hintergrund wird natürlich trotzdem noch dem Webdienst hochgeladen, ja, damit es dort auch verfügbar ist. Das hat natürlich den Vorteil zum einen, dass man die Daten wahnsinnig schnell hin und her schieben kann. Zum anderen muss man natürlich auch immer daran denken, wenn man nur einen Webdienst hat, dann hat man natürlich auch nur einen bestimmten Storage, also eine bestimmte Speichergröße, die man verwenden kann. Bei Dropbox ist es so, dass man den kostenlosen Account mit 2 GB bekommt. Das heißt, 2 GB kann man benutzen, ja. Und alles andere kostet dann, es sei denn, man verwendet Referral Links. Genau, das bedeutet, wir zum Beispiel können wir euch jetzt einen Link weitergeben, wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, dann bedeutet das ganz einfach, wir bekommen ein bisschen mehr Speicher. Für jeden, glaube ich, geworbenen User gibt es, lass mich überlegen, 250 Megabyte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich weiß es auch. Sowas genau. In der Größenordnung. Und man kann ein bisschen aufstocken. Das aktuelle Maximum ist insgesamt 10 Gigabyte. Das heißt, für jeden, ihr könnt insgesamt 8 Gigabyte durch Referrals bekommen. Und wenn ihr euch natürlich jetzt für den Dienst anmelden wollt oder jetzt oder vielleicht nach der Sendung, wenn ihr dann noch mehr versteht, warum der Dienst so cool ist, meldet euch doch bitte über einen von unseren Referral-Links an. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Speicher und ihr könnt natürlich, wenn ihr eure Freunde davon überzeugt, Dropbox auch zu benutzen, euren Referral-Link wieder weitergeben und dann kriegt ihr ein bisschen mehr Speicher. Wenn er euch nicht reicht, könnt ihr welchen dazu kaufen? Genau, es gibt sozusagen ein Kaufmodell. Es fängt an, 20 Gigabyte kosten... 50 Gigabyte? Mhm. 50 GB kosten $10, also $9.99. Und dann pro Monat. Genau, und dann gibt es noch einen 100 GB, der kostet dann doppelt so viel, also $19.99. Das ist jetzt nicht ganz billig, allerdings muss man natürlich schon sagen, Dropbox ist sehr, sehr
einfach zu bedienen. Ich persönlich hoffe natürlich, dass in Zukunft dann noch ein realistischeres Preismodell dazu kommt, wenn ich mir irgendwie Datensicherungsdienste angucke. Die bieten mir für $5 im Monat zum Beispiel Unlimited Backup Space Up an. Natürlich sind da die Funktionalitäten außenrum nicht so, aber vielleicht, liebe Dropbox-Jungs, wenn ihr Deutsch könnt und diesen Podcast anschaut, was ich beides bezweifle, dann wir finden es cool, wenn ihr das ein bisschen in der Realität anpassen würdet. Ja, so weit, so gut. Deswegen fangen wir doch einfach mal mit dem Dropbox-Dienst an, und zwar auf der Webseite. Also das Schöne an Dropbox ist, es ist in jedem Browser zu benutzen. Wenn ihr euch eingeloggt habt, dann sieht die Webseite zum einen so aus, also es ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, ihr habt hier die Möglichkeit, verschiedene Ordner anzuschauen, es sind schon ein paar Ordner vorbereitet, es gibt zum Beispiel so einen Demo-Foto-Ordner, dass man ein bisschen versteht, wie es funktioniert. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, ganz normal das File sich anzeigen zu lassen, indem man draufklickt, dann öffnet ihr das File ganz normal, ist ein hübsches Foto, man kann dann einfach mit Backspace wieder zurück in die normale Menüansicht. Man hat hier ein Häkchen und man kann hier mit More Actions noch ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel könnt ihr es in einen anderen Ordner bewegen, ihr könnt die Datei umbenennen. Also wie man das aus einem normalen, Computer-Browser kennt. Das nächste, was ihr natürlich wissen müsst, ihr könnt hier, nachdem ihr einen Ordner angelegt habt, also ich habe hier zum Beispiel diesen Demo-Ordner angelegt, da liegen ein paar Dateien drin, ihr könnt diese Ordner mit anderen Personen auch teilen. Aber was viel wichtiger ist, ihr wollt natürlich nicht nur immer im Interface, also auf diesen Webservern rumhängen, sondern es ist doch viel einfacher, wenn ich eine Datei hochladen will, dass ich sie einfach in meinen Finder oder in meinen Windows Explorer reinwerfe und die Datei dann völlig automatisch synchronisiert wird. Und auch dafür kann Dropbox verwendet werden. Dafür schließe ich jetzt einfach mal das Fensterchen und öffne den Dienst Dropbox. Also das ist eine Applikation, die ihr auf dem Mac installieren könnt. Bei Windows ist es ein ganz normaler Installer. Und ihr müsst euch im Endeffekt einmal einloggen, damit der Rechner, den ihr mit dem Account verbinden wollt, bekannt wird, also sozusagen, wie nennt man das? Gelinkt. Nennen wir es jetzt mal so typisch deutsch. Ich lege mich mit unserem Digital Upgrade-Account ein. Oh, schön geschrieben. Passwort habe ich auch. Nicht das schlecht. Ist ja ganz cool, es wird der Computername mit angezeigt. Da sieht man dann direkt im Webinterface, welche Computer sind mit drin und man kann auch welche rauswerfen einfach von dort. Gebe ich noch das richtige Passwort ein? Oder ich einfach die E-Mail-Adresse. Einfach gerade. Mach doch mal zum Beispiel ein Local, mach mal Klammern DU dahinter noch, dann sehen wir das nachher auch noch im Webinterface, wenn wir das wollen. Genau. Und so, ja, jetzt linken wir den damit. Wir sind hier auf dem freien Account. Wir könnten jetzt upgraden, aber das machen wir jetzt in dem Fall nicht. Erzählt uns jetzt noch eine schöne Sache, wir skippen jetzt die Tour und finishen. Also schaut euch die mal am Anfang noch an, das bringt schon was. Man kann natürlich auch Growl Notifications, was Growl ist, haben wir schon mal früher gezeigt. Im Endeffekt ist es ein Dienst, der Veränderungen live auf dem Mac anzeigt, sozusagen, wenn neue Daten verändert werden, bekomme ich eine Information. Das brauche ich jetzt hier in dem Fall nicht. Man könnte die Dropbox-Folder, normalerweise ist sie im Benutzerordner, im Ordner Dropbox. Man könnte sie jetzt noch woanders hinschieben, wenn man das aus irgendeinem Grund möchte, muss man aber nicht. So, dann drücke ich hier auf Finish. Jetzt hat sich das Ganze, ist jetzt beendet. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier tatsächlich in meinem User den Ordner Dropbox und habe jetzt hier die verschiedenen Ordner, wie ihr sehen könnt, mit einem grünen Häkchen. Diese Dateien sind bereits schon synchronisiert mit diesem Synchronisationszeichen. Diese Icons werden, also diese Informationen werden gerade noch synchronisiert. Und was jetzt natürlich sehr cool ist, ich kann jetzt hier in den Ordner reingehen und habe jetzt hier auch wieder das Foto, das ich euch vorhin schon gezeigt habe, kann mir das jetzt mit Quick Look anschauen. Und fühlt sich also an, wie jeder andere Rechner eben wie der andere Ordner in meinem Finder auch. Ist ja im Endeffekt nichts anderes. So, jetzt fügen wir doch mal eine Datei hinzu und dann schauen wir uns das mal kurz im Webinterface an, wie das wunderbar funktioniert. Also ich kann jetzt hier eine Datei... Duplizier sie zum Beispiel. Ich kann sie auch einfach hier, diese Datei, ich lege sie jetzt hier in den Demo-Ordner, werfe sie hier hinein. Wir sehen könnt, ist jetzt diese Datei hier, taucht sie auf. Hat den grünen Haken bekommen. Wenn wir schnell ins Webinterface wollen, drücke ich hier drauf. Geh doch mal oben auf dieses Dropbox-Icon. Da gibt es nämlich einen direkten Link, dass man auch auf die Webseite kommt. Diesen Link kann man natürlich auch benutzen. Ich refresh einfach die Webseite. Und wie ihr sehen könnt,
hat sich die Datei, die ich gerade hier reingeworfen habe, This is your Dropbox Text, auch hier gleich rein synchronisiert. Was dazu kommt, jetzt stellt euch mal vor, ihr löscht eine Datei und er hört euch jetzt ein bisschen, dass die Datei weg ist. Wenn sie in der Dropbox weiß, das ist überhaupt kein Problem, löscht sie doch mal im Finder, dass man das so machen, wie man das Finger, man ist ein Fingerclown und löscht aus Versehen die Datei raus. Was auch immer du löschen möchtest. Ich lösche mal wieder hier was Schönes. Was haben wir hier? So ein Touch-Talk-Icon. Ups, jetzt haben wir das Hoppla, ist einfach weg. Und natürlich, es muss natürlich auch so, es muss ja realistisch sein. Also im Endeffekt würde ich doch dann auch noch meinen Papierkorb entleeren. Zack, alles weg. Die Datei für immer verloren. Nein! Muss ich dem Peter wieder eine E-Mail schreiben? Schick mir doch nochmal das Touch-Talk-Icon. Aber natürlich jetzt auch hier im Dropbox auf der Webseite. Das File ist weg. Oh Gott, was kann ich tun? Ja, Dropbox vergisst so schnell mal nichts. 30 Tage lang vergisst Dropbox nichts und wir gehen einfach auf More Actions und jetzt gibt es diesen tollen Punkt Show Deleted Files. Hervorragend. Drücke ich drauf, bekomme jetzt die ganzen Files und die ganzen Änderungen, die auch an den Files gemacht wurden, hier angezeigt, kann jetzt hier das Häkchen reinsetzen, gehe nochmal auf More Actions und jetzt kann ich diese Datei einfach wiederherstellen, drück da drauf, sag natürlich möchte ich sie wiederherstellen, also undelete und jetzt ist die Datei hier wieder blau, also voll zu sehen, ist wieder vorhanden und wenn ich jetzt wieder meinen Finder wechsle, wieder mal in meinen Dropbox-Ordner, in Demo, sehe ich, da ist das Icon, es ist zurück, ich kann es mir wieder anschauen. Braucht dem Peter nicht extra noch eine E-Mail schicken. Selbst wenn die Datei ein bisschen größer gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich nicht gedauert, bis er sie wieder runterlädt, weil Dropbox hält sich einen lokalen Cache auf der Platte und würde es wiederherstellen. Wenn ihr jetzt allerdings, stellt euch mal vor, ihr habt da so ein Dokument drin mit euren Schweizer Nummernkonten und dir plötzlich steht die Steuerfahndung vor der Tür, dann möchtet ihr das komplett gelöscht haben. Auch das geht über das Webinterface, ihr könnt es da löschen. Oder im Webinterface sagen, löscht es mir für immer, dann verschwindet es überall. Ihr könnt es natürlich dann auch nie wiederherstellen. Der beste Weg ist einfach, dies mit den Schweizer Nummernkonten einfach komplett zu lassen. Guter Tipp. Danke. Ja, so weit, so gut. Jetzt haben wir das auf einem Rechner gesehen. Aber Dropbox lebt natürlich damit, dass es, also beziehungsweise lebt davon, dass es mehrere Rechner synchronisieren kann. Und um natürlich Ordner mit mehreren anderen Leuten synchronisieren zu können, kann ich verschiedene Leute, die bereits einen Account haben, auch einladen. Das Ganze funktioniert bei Dropbox auch wahnsinnig einfach. Ich gehe jetzt hier wieder, ich kann jetzt hier, wir sehen, ich habe hier die verschiedenen Ordner, ich kann mir jetzt mal merken, habe hier den Knopf Share a Folder, also einen Ordner teilen, klicke den an und kann jetzt hier einen neuen Ordner anlegen, den ich mit verschiedenen anderen Leuten teilen möchte oder ich möchte einen bereits existierenden Ordner teilen, also weitergeben. Nehme jetzt hier den Demo, sagt er, ist ganz wunderbar, drücke auf Next. Und jetzt muss ich hier, kann ich sagen, ich habe hier schon zwei Members, vielleicht möchte ich ja mit jemand von diesen Leuten hier den Ordner teilen oder ich möchte jemanden einladen, beziehungsweise ich möchte diesen Ordner an jemanden weitergeben, den ich kenne. Ich gebe es jetzt weiter an dich. Die Info. Da wird auch schon gezeigt. Schon. Hier haben wir die ganzen E-Mail-Adressen. Wahrscheinlich.net, oder? Keine Ahnung. Das sehen wir gleich. Ja, zack. Und jetzt ist die E-Mail raus. Was Sebastian jetzt noch machen muss, wenn er zu Hause ist, bekommt er die E-Mail und der muss lediglich sich in seinen Dropbox-Account einloggen und diese Einladung akzeptieren und schon kann er mit auf den Demo-Ordner zugreifen. Das hat den großen Vorteil zum Beispiel, wir haben einen Ordner für unsere Podcasts, da sind Shownotes drin, da sind Grafiken drin, da sind Fotos drin, was halt beide so gebrauchen könnten. Und das bedeutet, wenn einer von uns beiden eine Änderung macht, dann kriegt die der andere automatisch mit. Wir müssen keine E-Mails mehr, keine Dateien mehr hin und her schieben. Und dadurch, dass es dass Dropbox so eine Art auch Versionskontrolle mit drin hat, ist auch jederzeit möglich, wenn einer von uns beiden Mist baut, dass man das einfach wieder einfügt. Ja. Wir können das Ganze natürlich mal ganz kurz darstellen. Ich habe hier in meinem Dropbox-Ordner, das habe ich vorher vorbereitet mit dem Peter zusammen, hier gibt es die Textdatei RTF, die, wenn ich jetzt hier aufmache, bekomme ich diese Information. Hallo, ich bin ein tolles, unbearbeitetes Dokument. Dann kann ich jetzt hier mal einfach reinschreiben, Mensch, das ist aber toll. Das ist, wie spannender kann ich es gerade machen? Kann es jetzt hier speichern? Wir sind jetzt gerade oben in dem Dropbox-Icon. Es dreht sich, das, vielleicht sieht man es auch nicht, es dreht sich da auf jeden Fall so ein kleiner Indikator. Und das bedeutet, er lädt gerade hoch. Jetzt also ist im Endeffekt das Häkchen wieder da. Genau, also ich habe jetzt hier die Datei sozusagen geändert. Ich kann jetzt hier in den Demo-User wieder im Account reinschauen
und sehe jetzt hier die Textdatei RTF. Und man sieht auch rechts, runter rechts 14 Sekunden, vor 14 Sekunden ja, wurde die Textdatei das letzte Mal geändert. Und das Ganze geht natürlich auch an dem zweiten Rechner. Wir wären nicht Digital Upgrade, wenn wir hier nicht alle keine Kosten und Mühen sparen würden und noch einen zweiten Rechner hier hätten, der auch hoffentlich noch an ist. Wenn wir Glück haben, sind nur eingeschlafen, sonst müssen wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Nein, er ist natürlich auch noch da. Das ist dann Peter, sein Rechner. Wie ihr gesehen habt, ist der auch mit dem Computer, also mit unserem Demo, mit der Demo-Ordner verlinkt. Der muss jetzt auch gerade erst noch mal kurz synchronisieren. Und währenddessen er synchronisiert, interessant. Warten wir ganz kurz. Also aus irgendeinem Grund scheinbar nicht. Ja, das, er hat gerade geschlafen. Er schlafen, die Kinder, das soll man nicht wecken. Ja, auf jeden Fall, während du das zeigst, zeige ich euch mal kurz eine verdammt abgefahrene Funktion. Wenn ich hier drauf drücke, hätte ich gar nicht einhakeln müssen, also wenn ich über eine Datei im Webinterface fahre, ist hinten, erscheint hinten so ein kleiner Pfeil. Wenn ich da mal drauf drücke, kann ich jetzt entweder das jemandem weitergeben mit einem Link, den man weitergeben kann. Ich kann alles Mögliche machen damit, löschen und so weiter. Was aber sehr interessant ist, ist Previous Versions. Da drücke ich mal drauf. Und schon finde ich verschiedene Versionen von diesem Dokument, die gemacht wurden. Und ich könnte jetzt einfach hier diese Version anklicken und Restore drücken. Und ja, schon kann ich die jetzt einfach wieder herstellen, wenn ich zu dem Originaldokument zurück möchte. Das bedeutet, ich habe halt, wie das ein Versionskontrollsystem hat, auch hier eine Art Versionskontrolle. Und das ist in jedem Fall sehr, sehr praktisch. Ich sehe schon, der Tino, tippt hier so ein bisschen wild rum. Das ist ein schweres Wort. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn wir sprechen, solltet ihr euch für Dropbox anmelden wollen, dann benutzt doch bitte unseren Link, weil mehr Speicher ist immer toll. Und dann können wir viele tolle neue Sachen drin speichern. Total. Ich muss schon sagen, wir sind jetzt beide so bei 2,5 GB ungefähr. Das, wenn man da so Podcast-Grafiken und Geschichten drin speichert, dann wird das sehr schnell sehr voll. Und umso mehr speichern ist, umso mehr podcasten können wir natürlich. Das ist eine direkte Relation, also sehr wichtig. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. So. Das weiß ich nicht. Ich drücke einfach mal hier noch, ich mache jetzt mal die Änderung, nachdem er endlich aufgewacht ist. Was schreibe ich da jetzt rein? Bearbeitete Dokumente sind aber noch viel, mal hier, neudeutsche Wörter, sexier. Wow, sexier. Das hat er gerade so autokorrekt. Und Y, das klingt jetzt so falsch. Sexier. Nenne ich das jetzt einfach mal. Drücke hier auf Save. Lass es synchronisieren. Schmeiß den Rechner weg. Nee, ich lege ihn einfach zur Seite. Jetzt haben wir natürlich hier wieder unseren echten Rechner. Da haben wir die RTF-Datei. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken. Yeah! Hat er tatsächlich das eingefügt, was ich auch gesagt habe. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Also das heißt, wie vorhin schon gesagt, man kann an verschiedenen Dokumenten arbeiten. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich gerade vorhin sagen sollte. Stellt euch mal vor, ihr ladet euch ein Linux-Image beispielsweise runter und wollt das auf eure Dropbox kopieren. Dann ist das meistens sehr viel und so ein Upload von, sagen wir mal, 600 Megabyte Image kann schon mal ein bisschen dauern. Das Schöne an der Sache ist aber, dass Dropbox Hashes erzeugt. Das heißt, wenn jemand anders dasselbe Image schon mal hochgeladen hat, dann weiß das Dropbox, vergleicht den Hash von deiner Datei mit dem Hash, ob der Hash irgendwo anders schon verfügbar ist. Und dann, was er dann einfach machen muss, er sagt, alles klar, das ist der Hash, die Datei liegt bei mir schon im Verzeichnis XY und kopiert die im Endeffekt einfach rüber. Und da jeder Datei-Hash einzigartig ist, kann es auch nicht passieren, dass man dadurch aus Versehen Daten von jemand anders bekommt, die für einen nicht gedacht sind. Großer Vorteil ist halt einfach, bekannte Dateien hochzuladen. Also wie gesagt, solche Dinge wie ein größeres Image oder was euch halt auch mal einfallen mag, also was halt mehrere Leute gleichzeitig haben können, ist sehr viel schneller, als das Ding tatsächlich hochladen zu müssen. Also ein Beispiel mal zu geben, warum sollte man denn Dropbox verwenden? Also es gibt vielleicht der eine oder andere, der hat noch nicht ganz verstanden jetzt, wofür das auch toll ist. Also zum einen natürlich, dass man mehrere Rechner gleichzeitig synchron ist, aber gerade durch diese Sharing-Funktionalität hat man die Möglichkeit, einen Ordner bei sich lokal auf dem Rechner zu haben und den mit vielen anderen Mitarbeitern sozusagen gleichzeitig
zu verwenden, um, was weiß ich, um Daten für einen Podcast abzulegen oder um lustige Videos abzuspeichern, die man haben kann oder lustige Kunden-E-Mails abzulegen. Also man kann da ganz verrückte Sachen mitmachen und natürlich je mehr Speicherplatz man hat, desto mehr kann man diesen Speicherplatz auch nutzen. Was auch natürlich möglich ist bei so gut wie jedem Betriebssystem, ich kann auch jetzt meinen normalen Dokumentenordner da belassen, wo er ist, und einen sogenannten Symlink beispielsweise in die Dropbox reinspeichern. Das bedeutet, die Dropbox wird speichert im Hintergrund mit. Und ich habe also meine Dokumente zum einen immer synchron zwischen Rechnern, kann aber auch immer darauf zugreifen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel ein iPhone, ein iPad, ein Android-Telefon dabei habe, da gibt es Clients dafür und kann immer darauf zugreifen. Wir haben jetzt hier mal ein iPad rumliegen und wir hoffen, dass man da auch was Tolles sehen kann. Es ist wahrscheinlich nur blau. Ich mache mal kurz diesen Display-Meister an und wieder aus. Aus, an. Vielleicht sollten wir mal kurz das Device nochmal zuweisen, der Quelle. Auf jeden Fall gibt es halt für jedes Gerät auch Dropbox-Applikationen. Jetzt sehen wir auch was. Ist das nicht wundervoll? Ja, diese Jailbreak. Ja, vorhin ist das Ding eingeschlafen. Da hätte ich, ne? Das du verpasst. Ja. So. Hier gibt es jetzt die Dropbox-Applikation auch fürs iPad. Gibt es, wie gesagt, fürs iPhone, gibt es für Android. Ich weiß nicht, für welche mobilen Devices es noch gibt. Kannst du nur dabei mal kurz rausfinden. Finde ich für dich raus. Steht auf der Startseite von Dropbox, glaube ich, irgendwo. So, und der große Vorteil daran ist jetzt, ich kann immer auf meine Daten zugreifen. Hast du hier einen Account verbunden mit? Natürlich. Beim iPad ist es so, ich klicke da oben auf dieses kleine Dropbox-Symbol und sehe jetzt hier meine ganzen Ordner. Ich gehe also jetzt hier mal in den Demo-Ordner rein. Es werden mir jetzt die ganzen Dateien geladen und ich kann jetzt hier die Textdatei zum Beispiel aufmachen. Es gibt sogar für BlackBerry. Na, coming soon, okay. Naja. Und schon sehe ich das Textdokument. Ich habe also die Möglichkeit, immer auf meine Dateien zuzugreifen und kann sie hier auch beispielsweise jetzt in einem anderen Reader öffnen, da wird sie dann drin gespeichert. Habe also immer Zugriff auf meine Dateien. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil ich dann keine umständlichen Synchronisationen mit dem iPad zum Beispiel machen muss, sondern ich kann das einfach unterwegs machen, wenn ich sowieso eine Netzverbindung habe. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Applikationen, die so auch iPad-Apps oder iPhone-Apps, die genau diesen Dienst nutzen und einfach dafür sorgen, dass man überall jederzeit auf die Daten kommt, weil man weiß, dass man sie eh da abgelegt hat. Also ein gutes Beispiel, wie wir gerade gesehen haben, ist zum Beispiel Goodreader. Der macht es hervorragend, hat eine Integration. Ja. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel, ich habe jetzt gerade aus der Camera Roll einfach mal ein Bild hochgeladen. Das war fast richtig, wenn ich mir nicht so dicke Finger hätte. Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Bild von irgendeinem Viereck. Das ist in Paris, ja, das kennst du aus einem Film. Das kann sein. Das ist ein James Bond-Film, glaube ich. Richtig, richtig. Und wenn wir jetzt mal wieder auf den Rechner gucken, gleich, werden wir gleich sehen, dass die Datei auch auf dem Rechner angekommen ist. So habe ich also die Möglichkeit, in beide Richtungen Daten hin und her zu schieben. Ist zum Beispiel sehr, sehr praktisch, wenn ich jetzt so jemand bin, der zum Beispiel Quittungen fotografiert oder so, dann schiebe ich mir direkt in die Dropbox rein, habe einen Ordner dafür, muss mich um gar nichts kümmern. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, dass ich die Dropbox-App aufmache und so weiter und so fort, ich möchte zum Beispiel einfach per E-Mail mir die Datei reinschieben, there's an app for that, there's zumindest ein Service for that, der heißt Send to Dropbox. Soll ich das einfach mal an dich abgeben? Das können wir mal, kannst du gerne an mich abgeben. Ein Dienst, der heißt Send to Dropbox. Wo findet man den wohl? Bei sendtodropbox.com. Send mit D macht natürlich auch mehr Sinn als mit T. Und dann noch ein To, wäre nicht schlecht. Ja, das mit dem Schreiben üben wir noch. Das übe ich einfach noch ein bisschen. So, da kann ich jetzt einfach E-Mail-Attachments an meine Dropbox senden. Alles, was ich drücke, ist Connect to Dropbox. Dropbox nutzt wie Twitter, wie Facebook, auch OAuth. Welchen Account hatten wir denn hier? Den Info. Ah, danke. Und mein Passwort. Dann sind alle herzlich eingeladen beim großen Passwort-Hacking. Also es ist so, wir wechseln uns immer ab. Mal ist es mein, mal ist es ein Basti-Sein, sodass wir meistens viel Spaß haben, herauszufinden, welches Passwort wir benutzen, an welchem Account. So, jetzt drücke ich hier Allow. Ich erlaube diesem Dienst, auf meine Dropbox zugreifen. Und wir kriegen jetzt hier eine E-Mail-Adresse. Ihr braucht jetzt nicht, ihr könnt von mir, schickt was hin. Ich glaube, wenn wir fertig sind, schmeißen wir die App einfach raus, weil das geht ganz einfach.
So, also hier an diese Adresse könnte ich jetzt was schicken. Ich weiß gar nicht, ob hier Mail eingerichtet ist. Wahrscheinlich. Ich würde das nicht hier testen. Wetten nicht. Aber das ist überhaupt kein Problem. Nicht schlimm, ich habe ein iPad. So, wir schicken jetzt da mal eine E-Mail hin. Und die landen dann in meiner mit Attachment, oder? Ja, genau. In meiner Inbox. Er hat ein paar verdammt coole Features. Also wenn ich zum Beispiel ein ZIP-Archiv hinschicke, das kann ich sagen, dass es automatisch entpackt werden soll. Kann dabei trotzdem das originale ZIP-Archiv behalten. Wenn ich jetzt eine E-Mail hinschicke, dann kann ich entweder sagen, ich möchte nur das Attachment haben, das dranhängt. Ich kann ihm aber auch sagen, bitte behalte mir eine Textkopie von dem E-Mail-Dings oder eine HTML-Kopie. Also ich könnte jetzt hier auch, wenn wir jetzt sicher gehen wollen, dass ihr uns nachher nicht den Dropbox-Account voll spammt, kann ich jetzt einfach dann auf I want a different address drücken und dann bekomme ich eine andere Adresse. Tino, der kämpft gerade noch hier mit dem Adressding. Gut, und das geht jetzt gleich raus. Und wir sehen dann in einem Moment hoffentlich, wie der Herr General neben meinem Eiffelturm, seinem persönlichen Eiffelturm steht. Und jetzt müssen wir noch gucken, wo er das hinschiebt. So. Attachments. Und jetzt ist halt die Frage, wie lange es dauert, bis da was ankommt. Das muss natürlich jetzt erstmal zu Send to Dropbox. Die müssen dann auch mit unserer Dropbox verbinden und es dann da reinschieben. Wir finden es dann im Attachments-Ordner, der dann irgendwann sich füllt. Also wie gesagt, das kann jetzt einen Moment dauern. Wir können aber, während er das noch macht, im Hintergrund schon mal über den nächsten Dienst sprechen. Der heißt AirDropper. Stell dir mal vor, was ich mir am besten vorstellen kann, ihr seid im Support angestellt und ihr wollt jetzt von jemandem, dass er euch eine Datei schickt. Viele Leute sind ja schon damit überfordert, einen Browser zu öffnen oder kriegen das gerade noch hin. Denen dann zu sagen, lad mir doch mal per FTP was hoch, da knallen wahrscheinlich bei vielen die Sicherungen durch. Mit AirDropper, das ist das sehr schön, ich kann jemandem einfach eine E-Mail schicken. Und der kriegt dann eine E-Mail mit einem Link, wo er eine Datei einfach hochladen kann und die landet in meiner Dropbox. Das mache ich jetzt zum Beispiel mal. Ich drücke jetzt mal auf Start. Verbinde mich mal wieder oder verbinde... Ah, wir sind eh noch eingeloggt. Das ist ja wunderbar. So. Und jetzt möchte ich... Hast du da deine Digital Upgrade-Adresse drauf? Selbstverständlich. Na, ist ja hervorragend. Angenommen, meine E-Mail-Adresse ist info@digitalupgrade.de. Da ist tino@digitalupgrade.de. Und soll ich schon mal so lange starten? So, ich schicke ihm jetzt, könnt ihr jetzt so einen Text dazu schreiben, bitte schick mir das Logfile von XY, das findest du da und da. Kann jetzt noch definieren, in welches Verzeichnis das gelegt werden soll. Da kann ich jetzt irgendein anderes Verzeichnis auch definieren und schicke jetzt dem Tino eine E-Mail. So, und jetzt, wenn du deine E-Mail abrufst, hast du von AirDropper eine E-Mail bekommen. Also schalten wir doch mal auf das iPad um. Da habe ich einen wunderbaren Link, drücke ich da rein, sehe ich hier, oh, Trololo steht da drin. Und dann kann ich das Uploaded File, kann ich hier den Secure-Link gleich benutzen, einfach hier auf Klick. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt auf dem iPad wieder nicht, weil iPad, da kann ich keine Dateien auswählen. Aber ihr seht gleich, wie das aussehen würde. Tada. Hallo. Das ist nicht hübsch. Aber wir können das natürlich trotzdem gleich mal ausprobieren. Wir sind hier ein bisschen gemein zu unserem Operator, dem Peter, muss ich gestehen, weil wir hier mal zwischen dem Mac und dem iPad hin und her schalten und das ist ein bisschen fies. Ich schaue mal, dass ich mal die E-Mail hier am Rechner auch bekomme. Das ist natürlich völliger Unfug. Oh, schau, da haben wir jetzt auch einen neuen Ordner, AirDropper heißt. Genau, das sieht man schon. Also wenn wir das auf dem iPad noch sind, das weiß ich jetzt nicht. Das ist noch leer, wenn wir da nichts hingeschickt haben. Aber mittlerweile ist das Foto bei Attachments angekommen. Möchtest du dich mal anmelden? Du hast da wieder spezielle geheime Passwörter wahrscheinlich eingegeben. Nee, das stimmt, ja, richtig. Das ist ein anderes. Das ist ein anderes geheimes Passwort. Tada! So. Das ist schon schwierig, also das alles zu managen. Ja, das gebe ich dir recht. So, dann gehe ich mal hier auf AirDropper.
Und jetzt klicken wir auf Klick hier. Ich weiß nicht, ob man den Rechner schon wieder sieht. Hervorragend. Und jetzt drücken wir auf Browse. Und jetzt mal gucken, ob wir irgendwo ein Dokument haben, bei dem es sich lohnt, es hochzuladen. About Stacks natürlich, das ist sehr wichtig. Ich drücke Öffnen. Er lädt es und jetzt sage ich einfach Send. Und er schickt die Datei ab. Wir sehen schon, er lädt sie und lädt sie hoch. Hier ist so eine schöne Animation. Juhu, you've just sent your file. Und jetzt gehe ich mal zurück in meinen Dropbox-Ordner. Ich sehe hier den AirDropper-Ordner. Und zack, die About Stacks Datei ist da. Und wir können uns auch gleich gucken. Vorhin von Send to Dropbox haben wir auch ein Bild bekommen hier vom Herrn General, habe ich auch vorhin gesagt. Hat einfach funktioniert. Und so ist es relativ einfach, auch von extern praktisch Daten in die Dropbox zu kommen. Sind natürlich bei weitem nicht alle Add-ons, die wir jetzt hier gezeigt haben, oder alle Applikationen, die darauf zugreifen, Dienste. Noch viel, viel mehr Dienste findet ihr auf der Webseite wiki.dropbox.com/Dropbox-Add-ons, also einfach den Link, der angeblendet wird, folgen ist wahrscheinlich einfacher. Findet ihr auch in den Shownotes natürlich. Da sind die meisten Sachen Schritt für Schritt erklärt, also ist relativ einfach. Wir haben jetzt nur ein paar rausgesucht, wo wir gesagt haben, Mensch, die sind es echt wert, die wollen wir euch zeigen. Ja, Dropbox ist eine bombastisch coole Sache. Jeden Tag, es vergeht kein Tag ohne Besuch in der Dropbox, also für mich zumindest nicht, oder zumindest für einen meiner Applikationen, um mal ein paar nennen zu können. Unter anderem synchronisiert die ganzen Daten One Password, also auf euer Mac Windows Client oder euer iPhone Client synchronisiert. Das heißt over the air. Das bedeutet also, ihr ändert was am Rechner und das nächste Mal, wenn ihr die Mac-Version oder die iPhone-Version aufmacht, ist die Änderung nach ein paar Sekunden automatisch da. Eine andere Applikation, die auch ganz viele Leute benutzen, ist zum Beispiel Text Expander, hat mittlerweile auch eine Integration. Das heißt, ihr legt neue Snippets an und kommt dann ins Büro und die Snippets sind auch in eurem Bürorechner zur Verwendung bereit. Also, was fällt mir noch ein? Auf dieser Add-on-Seite sind noch ein paar Applikationen aufgelistet, die es unterstützen. Ich glaube, dann haben wir Rattle Dogs unterstützt. Goodreader kann darauf zugreifen. Goodreader kann darauf zugreifen. Also, bombastisch viele Applikationen und Dienste, die Dropbox mittlerweile nutzen. Mir ist gerade vorhin, als wir darüber gesprochen haben, was eingefallen. Es gibt ja auch eine Linux-Version davon. Das heißt, ich kann das auch auf einem Webserver installieren, dann ein bestimmtes Verzeichnis praktisch auf dem Webserver freigeben und das dann mit meiner Dropbox synken. Und das bedeutet, ich kann dann zum einen einfach meine Webseitendaten lokal editieren, ohne dass ich einen FTP-Client oder irgendwas brauche und sie werden automatisch hochgeladen. Ich habe zusätzlich noch eine Versionskontrolle, was ganz, ganz großartig ist. Das heißt, wenn ich mal Mist baue und das Ding nicht mehr funktioniert, kann ich auf die vorige Version zurück. Und ich kann natürlich so auch wahnsinnig einfach Dateien über meinen eigenen Server freigeben. Alternativ, was wir noch nicht gesagt haben, es gibt auch einen sogenannten Public Folder. Wenn ich also jetzt mal hier hingehe und zum Beispiel das Foto in Public reinstecke, dann kann ich ganz einfach, da ist ein Top Secret Text drin. Oh Gott. Dann kann ich auch ganz einfach, wenn ich hier rechts Dropbox gehe, dann sage ich Copy Public Link. Den kann ich jetzt irgendjemanden per E-Mail schicken und wenn wir uns das per E-Mail anschauen, baba, da ist das Foto da und ich kann so ganz einfach Dateien an Freunde, Bekannte oder Kunden weitergeben, ohne dass ich jetzt wieder mich per FTP irgendwo verconnecten muss und was hochladen. Puh. Ja, das ist ziemlich cool. Wir haben auch schon 33 Minuten jetzt nur über Dropbox geredet, das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Doch, das war mir schon klar. Also Dropbox, denkt dran, Dropbox ist wahnsinnig cool, es hat eigentlich keinen wirklichen Nachteil, es ist kostenlos, ihr könnt Daten ablegen, ihr könnt mit Freunden, mit Kollegen, mit wildfremden Leuten Daten sharen und Ordner synchronisieren oder mit euren 5 Rechnern, die ihr zu Hause habt. Ja, macht es einfach. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr euch anmeldet, wie schon gesagt, benutzt doch bitte einen von unseren Referral-Links. Da kriegen Tino, ich oder Peter ein bisschen Speicherplatz extra. Und wenn ihr dann angemeldet habt, könnt ihr euren Referral-Link an eure Freunde und Bekannten weitergeben, die ihr dann von Dropbox überzeugt. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Und du musst mir einschicken, weil ich weiß es bis heute nicht. Ja, weil ihr wisst ja, das war Digital Upgrade und ihr wurdet Upgegradet. Yeah! Da. Nice. Sehr schön. Ja, es ist einfach ein toller Dienst, das muss man schon mal gesagt haben. Der Peter schon auf den Abspannknopf gedrückt hat. Gut. Er nickt also wissend. Wissen, nicken ist gut. Kann man mal das iPhone wieder haben, das iPad auf der Seite? Also wenn der Abspann durchgelaufen ist?
ich habe mich schon, also es gibt so ein paar, das App ist ja wirklich hübsch, also das Foto ist vor allem auch hübsch. Ja. Es gibt, was macht dieser Knopf hier? Ah, schau es an. Ja, das ist der Sharing-Knopf. Der Sharing-Knopf. Mit den Handschellen. Das ist klar. Also es gibt so ein paar, manchmal lerne ich auch immer wieder dazu. Ja, Copy. Das ist der Wahnsinn. Kannst du es nachher einfach in die E-Mail eindrücken. Wir hätten natürlich auch direkt E-Mail sagen können. Ja gut, könntest du aber, ihr wisst doch nicht, was jetzt. Das kannst du auch hier noch den Favoriten machen. Da findest du es nämlich nachher hier im Favoritenordner. Ist das nicht großartig? Wow, jetzt habe ich jetzt endlich alles verstanden. Deswegen hast du das App auch vorgestellt. Ja. Toll, was? Toll. Ja, sehr gut. Also Dropbox ist einfach toll. Ja, ohne, sonst mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Wenn sie billiger werden, ist noch schön. Was haben wir schon ein paar Mal gesagt? Schreiben wir ihm vielleicht noch eine E-Mail auf Englisch. Please become cheaper. Vor allem become. Haben Sie bald nur noch Straps an. Übrigens ist hier das Licht wieder abgestürzt auf dem iPod. Und hier, ja, hier war es auch mal. Also am Anfang hier, falls ihr euch gewundert habt, was wir gemacht haben, wir haben versucht, das iPad zurückzuholen. Das sind unsere Shownotes. Reanimation. Wir sehen, ob welche Kameras an sind und welche, ob dieses Ton an ist. Wir haben versucht zu reanimieren, es lebt wieder. Also Alpha-Tests laufen momentan. Wir können es empfehlen. Und ihr wisst nicht, was es ist, und ihr werdet es so schnell auch nicht bekommen. Haha. Ja, das war's. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.